Der Landkreis Barnim plant, in einer abgelegenen Kaserne mitten im Wald bis zu 670 Flüchtlinge einzuquartieren. Die Kaserne, früher von NVA und Bundeswehr genutzt, steht seit etwa 20 Jahren leer. Die Innenstadt der nächstgelegenen Stadt Bernau ist etwa 5 Kilometer entfernt. Die Kaserne ist komplett umzäunt und soll laut Konzept des möglichen Betreibers auch nur nach Anmeldung bei einem Pförtner betreten werden können. Inzwischen ist die Rede davon, dass der Landkreis die Immobilie erwerben könnte und etwa 200 bis 300 Flüchtlinge hier wohnen sollen. Seit anderthalb Jahren wird im Landkreis Barnim heftig über die Unterbringung von Flüchtlingen diskutiert. Neben der Unterbringung in Wohnungen setzt der Landkreis auf Massenunterkünfte, zum Teil in abgelegenen Orten ohne notwendige Infrastruktur und Verkehrsanbindung. Dagegen protestieren immer mehr Menschen aus den Barnimer Willkommensinitiativen. Die Flüchtlinge sollen in Wohnungen in den größeren Orten leben können. In Eberswalde, der mit knapp 40.000 Einwohnerinnen größten Stadt in Barnim, gibt es einen erheblichen Wohnungsleerstand. Durch Wegzug hat Eberswalde in den letzten 25 Jahren viele Einwohnerinnen verloren. Leerstehende Wohnungen und Häuser gibt es überall in der Stadt. Direkt am Bahnhof stehen zum Beispiel ein Wohnhaus und ein ehemaliges Hotel leer. Hier könnten Wohnungen für Flüchtlinge entstehen. Eine neue Flüchtlingsunterkunft in der Eberswalder Bergerstraße hat einen sehr geeigneten Standort. Mitten in der Stadt gelegen, nicht weit vom Bahnhof mit einer guten Anbindung nach Berlin. In Bernau, einer Kleinstadt mit 37.000 Einwohnerinnen, im Berliner Umland gelegen, gibt es nur sehr wenig Leerstand. Aber es gibt Bauland, auf denen Sozialwohnungen auch für Flüchtlinge gebaut werden könnten. So wie hier direkt am Bahnhof. Es gibt auch geeignete Baugrundstücke, die dem Landkreis gehören, wie dieses hier in der Maßliebchenstraße. Am 20. Mai um 16 Uhr auf dem Eberswalder Marktplatz werden wir mit einer Kundgebung direkt vor der Kreistagssitzung noch einmal deutlich machen. Flüchtlinge willkommen. Keine Massenunterkünfte in Barnim. Refugees welcome. No Lager in Barnim.